Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Must-Haves und zwar Zubehör-Must-Haves von aktuellem Stand 2023. Bis jetzt gibt es echt mega, mega tolle Sachen am Markt. Es gibt aber extrem viele Dinge und Produkte und Zubehör für euren Thermomix online, über Wundermix, über Vorwerk, überall. Und ich teile heute mit euch meine Must-Haves überhaupt. Das heißt, die Dinge, wo ich überzeugt bin, dass die jeder Thermomix-Besitzer zu Hause haben sollte. Ich zeige euch die heute Stück für Stück. Ich habe die hinter mir. Ich werde auch das Video auf jeden Fall, das ist mal Teil 1 für euch, weil es gibt einfach doch ein paar Dinge, die wirklich, wirklich super sind und für mich teils wirklich, also alle unabdingbar. Auf kurz oder lang wird die jeder von euch benötigen, da bin ich überzeugt davon. Welche das sind, sage ich jetzt gleich und starten möchte ich mit meinem absoluten Highlight, mit meinem absoluten Lieblingsprodukt von Wundermix für euch. Viele von euch können es jetzt vielleicht schon denken. Und was ist es? Es ist der Miximizer. Miximizer ist im Prinzip eine Mixtopf-Verkleinerung. Ja, es gibt auch den Tipp, das Garkörbchen einzusetzen, wenn man kleinere Mengen macht. Völlig okay, aber der Miximizer ist viel, viel mehr als wie nur kleinere Mengen im Thermomix zubereiten. Er sorgt zum einen natürlich dafür, dass ihr Produkte schön gleichmäßig zerkleinert habt, bekommt auch kleinere Produkte eben, kleinere Mengen wie Zwiebel, Knoblauch. Er ist aber sowohl auch für Staubzucker beim Mehlmahlen wirklich dafür da, um diese Dinge, den Staub, die Staubbildung zu reduzieren. Dinge, die ihr pürieren wollt, wie Nussmusse etc., schön alles gleichmäßig sämig zubereiten zu können, dafür ist der Miximizer. Ich habe ihn wirklich ständig im Einsatz, schaut in die Videos vorbei, ihr seht ihn wirklich gefühlt überall, wo er zum Einsatz kommen kann, ist der dabei. Ja, schaut euch auch gerne das Video extra dafür an. Wir werden euch da die Videos in der Infokarte oben alle einzeln verlinken. Schaut einfach sonst, also die Playlist eigentlich zum Zubehör, weil da findet ihr zu jedem einzelnen Produkt, das ich euch heute vorstelle, nur mal ein genaueres Video. Wie gesagt, Miximizer, mein absolutes Highlight überhaupt. Zum nächsten Produkt. Mindestens genauso genial, aber trotzdem nicht am Platz 1, Mixtaste. Mixtaste ist ein Dampfumleiter. Ja, es gibt den Tipp auch zum Beispiel, mit dem Varomadeckel den Dampf umzuleiten. Ich habe da aber auch mal beim Tipps und Tricks Video gemacht und da war einfach auch meine Empfehlung, das zu lassen, weil durch das Aufsetzen vom Varomadeckel alles auch noch hinten das Kondenswasser runterfließt, hinten unschön einfach an eurem Thermomix runterfließen kann. Deshalb bin ich da gar nicht davon überzeugt, aber vom Mixtaste dafür umso mehr. Einfaches Produkt, wirklich preislich völlig in Ordnung. Und ihr könnt ihn nicht nur jetzt als Dampfumleiter verwenden, der wird da so aufgesetzt, und euch den Dampf in Richtung Dunstabzug, in Richtung Fenster oder einfach, wenn er unter dem Küchenkästchen steht, einfach da wegzuleiten. Sondern das Tolle ist auch, in allen Rezepten, wo ihr jetzt immer stehen habt, ab 98 Grad, schauen wir mal, 95, sagt euch der Thermomix Gareinsatz als Spritzschutz aufsetzen. Viele haben sich aufgeregt, weil man muss immer den ganzen Gareinsatz sauber machen, immer den Gareinsatz rausholen, auch dafür. Das heißt, ihr habt Dampfumleiter und quasi Gareinsatz als Spritzschutz in einem. Zwei Fliegen mit einer Klappe, weil der einfach meiner Meinung nach super ist und ihr den somit jederzeit griffparat habt, um diese Dinge, und so braucht es einfach nicht den Gareinsatz ständig rausholen und sauber machen. Der ist super schnell gereinigt, schaut euch auch gern dazu das Video an, wie gesagt, und weiter geht's mit dem nächsten Zubehör. Das nächste Zubehör ist auch schon da hinten an meinem Thermomix zu finden. Ein Produkt, das ich am Anfang wirklich ein bisschen belächelt habe, und nicht belächelt, ich habe es toll gefunden für viele von euch. Für mich persönlich habe ich mir gedacht, ja, es ist ein tolles Produkt für viele, die das stört, in der Lade das Zeug zu haben, aber ich werde es nicht so oft hernehmen. Hab das dann da befestigt und nimmer runter dann. Ich liebe meinen Zubehörhalter.
Genauso wie auch den Wunderkeeper von Wundermix, den verlinken wir euch gerne auch. Zeige ich euch dann auch später. Aber der ist einfach für mich wirklich ideal. Da hinten drauf, man hat ihn immer parat. Und unter anderem habe ich da auch immer meinen Mixtest. Heißt, wenn er sagt, kein Einsatz aufsetzen, kommt der Mixtest zum Einsatz. Tada, Messbecher wieder eingesetzt und schon sind wir beim nächsten Zubehör. Das nächste Zubehör kennen viele von euch. Es sind eigentlich gleich zwei in eins. Ich liebe beide. Ich liebe sie. Wir haben einmal den Slicer und den Zudler. Einfach beide Produkte für sich einfach super. Egal, ob ihr Gemüse raspeln, hobeln, in Scheiben hobeln wollt, einfach für einen Wurstsalat alles da schnell durchjagen, völlig egal. Oder ob ihr zudeln wollt, also das heißt jetzt Spaghetti aus Karotten, Zucchini oder Linguine, also ein bisschen breitere Streifen aus Gemüse oder dann schon eher so Spiralen aus Kartoffeln. Völlig egal. Mit diesen zwei Produkten stehen euch so viele Möglichkeiten offen. Es ist eurer Fantasie und den Möglichkeiten in eurer Küche sind da keine Grenzen mehr gesetzt. Und ich habe es jetzt wirklich immer wieder schon probiert. Ich liebe den Zudler. Ich liebe beide Produkte, aber der Zudler ist für mich nun mal so das Wow-Produkt schlechthin. Also ich habe wirklich am Anfang ein bisschen mir gedacht, okay, nimmt man den wirklich so oft her? Aber ja, macht man. Und es ist echt eine coole Sache. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, auch in der Infokarte unten verlinke ich euch die ganzen Produkte. Schaut euch das einfach mal an und überzeugt euch selbst unbedingt. Also das ist wirklich Must-Haves, auf die ich nicht mehr verzichten möchte in der Küche. Kurz zum Slicer. Mir hat das tatsächlich am Anfang einmal gar nicht gestört, dass der Thermomix nur so klein häckselt. Und irgendwann war ich dann noch häufigen Fragen dann bei Kunden kochen und auch mit Kunden überhaupt so im Kontakt. Warum kann der eigentlich nicht raspeln, hobeln? Das kann der nicht, oder? Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist es tatsächlich ein bisschen ein Manko. Also es ist ein bisschen ein Manko vom Thermomix, dass er wirklich nur grob zerhäckselt. Und diese zwei Dinge sind eure Lösung für das. Und somit habt ihr, wie gesagt, eine extreme Vielfalt in der Küche mit eurem Thermomix, das ermöglicht wird. Und genau. Jetzt schon zum nächsten. Wirklich must have. Spülbürsten. Ja, und im ersten Moment, ich weiß, es schaut aus wie Klobürste, aber mir kriegen die Kunden das immer dazu, wenn ich vor Ort beim Kochen bin. Ist ein bisschen Eigennutz, ne, weil ich dann einfach vor Ort gleich eine Bürste mit habe und die lasse ich dann immer gleich dort. Eine neue. Und ja, wie soll ich jetzt sagen, schaut zwar aus wie eine Klobürste, ist aber einfach mega effektiv und toll. Sie ist vorne gerade abgeflacht, heißt, ihr kommt wirklich da wunderschön zwischen das Messer rein, könnt es dann drehen, das heißt einfach super, weil durch die Teile, die da so ein bisschen auf der Seite stehen, die gehen dann auch unter das Messer und somit hat man wirklich eine tolle Sache. Der in Kombination mit einem Vorspülmodus nur zum Beispiel und ihr braucht es einfach da wirklich ja, kaum mehr was anderes. Sollte dann unter dem Messer sich doch ab und an mal was befinden, das ihr dann nicht rauskriegt und das ist einfach immer wieder mal der Fall bei Teige oder wenn ihr mal Reis oder Aufstriche, Dinge, die sich dann oft auch vielleicht schwerer lösen, die dann einfach auch unter dem Messer drinnen sind, sage ich das kurz. Hier, dann kommt ihr mit dem einfach perfekt da rein. Das heißt, es ist nichts mehr sicher vor euch und euer Thermomix-Messer glänzt auch obenrum. Das heißt, völlig egal, in welchem Spalt, in welcher Ritze da noch irgendwo was sein sollte, diese Bürste holt es definitiv raus. Und für die Ärmchen, das ist auch noch sowas, haben wir nur so eine Bürste dabei, die einfach da wirklich wunderbar, da habe ich eben auch, wie gesagt, eigene Videos dazu, wo ihr echt super die Ärmchen reinigen könnt und auch da jetzt unten rum, gell. Also für mich ist das einfach was jeder zu Hause haben sollte, weil es euch die Reinigung
wirklich vereinfacht und euch einfach an Nerven spart, Zeit spart und euren Thermomix eben zum Glänzen bringt. So, wir sind schon wieder beim nächsten Zubehör. Und zwar ist das nächste Zubehör ein Spatel. Ja, wir haben den Thermomix-Spatel dabei, jeder von euch bei seinem Gerät. Aber ich finde, der ist nicht nur gut. Also er ist gut, aber man braucht was, was ein bisschen flexibler ist. Und dafür wirklich liebe ich die Spatel von Wundermix, egal welchen. Wir haben die zwei Größen, klein, groß und diesen flachen. Und egal, ob ihr jetzt ein bisschen was Festeres habt, der ist wirklich schön stabil. Oder was, wo sagt, ihr braucht ein bisschen was Flexibles für Aufstriche, für Cremen etc., ist der einfach super. Und manch einer braucht einfach wirklich einen größeren Spatel und man bringt damit dem wirklich viel mehr aufs erste Mal raus, weil er natürlich eine größere Fläche hat. Heißt, egal welchen von diesen drei, am besten alle drei, aber welchen von diesen drei ihr habt oder euch besorgt, Hauptsache ihr habt einen davon. Und ihr werdet sie lieben, sie sind wirklich extrem stabil, haltbar, wie immer. Also ich habe die jetzt schon ewig, diese drei Spatel. Ihr braucht euch da einfach bitte nicht beim Messer rein, natürlich bei der scharfen Seite, und schneidet es euch ein. Aber im Grunde macht die nichts kaputt. Die sind wirklich von der Verarbeitung her super. Und ja, gibt es gar nichts. Reinste Empfehlung meinerseits. Genauso wie das nächste Produkt, und zwar Gleitbrett. Für mich, ich habe mir immer gedacht, also es gibt vielleicht die ein oder andere, die wirklich kein Gleitbrett benötigen. Wenn jetzt wer sagt, der steht wirklich immer am gleichen Fleck, okay, Argument akzeptiere ich. Ich bin nur irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube einfach, dass jeder Gleitbrett braucht, weil man will einmal da unten wegwischen, vielleicht steht er einfach mal nur ein bisschen im Weg beim Kochen, man will ihn auf Seitenschirm. Also ich habe mir dann einfach irgendwann gedacht, ich glaube nicht, dass jemand seinen Thermomix wirklich nie bewegt. Schreibt mir da echt gerne einen Kommentar, wenn ihr sagt, euer Thermomix steht immer am gleichen Fleck. Okay. Fürs Putzen hebt es ihn dann wahrscheinlich zur Seite. Für jeden, der sagt, das ist für ihn in Ordnung, okay. Ich glaube nur, dass es wirklich eine mega Erleichterung ist. Und das Tolle an einem Gleitbrett, finde ich, ist, es gibt sie in allen Ausführungen aktuell. Also ihr findet es auch bei mir in der Playlist wirklich, es gibt, ob es ein Easy Slider ist, das ist wirklich ein günstigerer, der echt trotz allem ein super Produkt ist, aber noch günstiger ist. Das heißt einfach für alle, die sagen, ein teures Gleitbrett will ich nicht, ich würde nur hier und da mal einfach auf Seitenschirm können, da brauche ich ein teures, voll legitim, verstehe ich. Und es gibt wirklich eine Bandbreite von bis und von den Materialien her, von den Farben her, ganz, ganz viele Möglichkeiten für wirklich jedermann. Ich habe da zum Beispiel das Mineralstoff, den Thermoslider M von Thermomix, den habe ich jetzt unter einem und unter dem anderen habe ich das ganz, das was mir extrem gut gefällt, das Neueste, also neben den Easy Slidern, wirklich tolle Produkte, ihr findet es dazu echt in der Playlist zu jedem Produkt Video. Extrem stabil, wirklich standhaft, super in Bewegungsprozess und wie gesagt, preislich von bis alles möglich. Schaut es echt auch in meiner Storefront bei Amazon vorbei, schaut es euch unten durch, klickt es durch die Produkte und schaut sich das mal an. Wer ich finde wirklich, es ist tatsächlich für mich zum Must-Have geworden, ein Gleitbrett. Genau. Und mir fällt es einfach auch auf, weil ich halt auch viele, viele Kunden habe, die am Anfang sagen, nein, brauche ich jetzt nicht. Und am Ende wirklich tatsächlich jeder beim Gleitbrett endet. Und das war eigentlich so das, wo ich gesagt habe, ich packe das mit rein in das Video. Und ja, entscheiden tut am Ende natürlich von euch sowieso jeder selbst. Das betrifft aber jetzt auch alle Produkte, wie immer. So, Gleitbrett zur Seite. Und jetzt bin ich für diesen Teil schon bei meinem letzten Must-Have. Nicht genau diese Förmchen, aber Förmchen für ein Varoma. Das sind auch die es jetzt halt im Vorwerkshop gibt.
Das heißt, das sind die, wie man auf der Verpackung unschwer erkennen kann, die wirklich genau in den Varoma reinpassen. Die schmiegen sie so ineinander. Das heißt, wer jetzt sagt, er möchte es perfekt und absolut, ja, diese. Alle anderen findet ihr unten empfohlene Produkte von mir. Und es gehen wirklich ganz, ganz viele Porzellanförmchen, Keramikförmchen, Glasförmchen. Einfach was, wo ihr sagt, es passt für euch, es passt in den Varoma rein. Mengentechnisch ungefähr gleich. Das heißt einfach auch, dass ihr bei so Rezepten dann die Möglichkeit habt, euch daran zu richten und dass die auch dann durch werden. Jetzt beispielsweise diese schnellen Schokoküchlein, das ist so der absolute Renner. Und da werden auch diese genommen, dass man einfach die gleiche Menge hat, damit die dann vom Garprozess her gleich sind am Ende. Können aber genauso verwendet werden für Pikantes wie Rühreier, also so, Rühreier. Heißt, egal wie oder was, besorgt euch Förmchen für den Varoma. Und wie gesagt, unten findet ihr ein paar Empfehlungen von meiner Seite und auch den Link natürlich zu denen, dass ihr euch die mal anschauen könnt. Und das war es jetzt auch schon für diesen Teil. Bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mal gerne, was so für eure Must-Haves sind, welche Produkte ihr vielleicht schon zu Hause habt, wo sagt, ah, die brauche ich jetzt unbedingt. Oder wenn ihr sagt, ah, das brauche ich alles nicht. Also völlig egal, einfach gerne einen Kommentar da lassen. Ich freue mich, von euch zu lesen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Also dann, ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.